Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Lieben, mein Name ist Urs Weghoff, ich bin der Medi-Urs. Heute geht es um was geht es eigentlich? Wir machen mal so ein Fallbeispiel. Wir sind zu Besuch bei drei Familien. Es geht um das Thema Notfallvorsorge und was das Ganze mit Erste Hilfe zu tun hat. Und wir legen einfach mal los. Wir sind als erstes zu Gast bei der Familie Unvorbereitet. Familie Unvorbereitet hat des Nächtens den Weg ins Bett angetreten, dieses auch erfolgreich erreicht. Man schläft vor sich hin, irgendwann wird Herr Unvorbereitet gegen 2 Uhr nachts vom Ruf der Wildnis aus dem Bett getrieben. Er guckt auf seinen Wecker des Vertrauens, dieser Schall meint: Ich nix Strom, ich aus. Er guckt auf das Handy. Auch da neigt sich der Akku des wohlgeliebten Smartphones dem dramatischen Ende. Und er sieht, dieses Handy hat keinen Empfang. Er versucht, in Richtung Toilette zu gelangen. Auf der Treppe haben die Kinder am Tage noch gespielt. Kurz vor der Treppe verewigt sich ein Lego-Vierer im Fuß von Herrn Unvorbereitet. Dieser fällt unvorbereitet die unvorbereitete, nicht freie Treppe runter. Er hat versucht, auf dem Flur das Licht anzumachen. Auch dieses quittiert mit: Ich heute nix. Am unteren Treppenabsatz angekommen ist Herr Unvorbereitet im geistigen Vollbesitz einer Rippenserienfraktur links, einer Beckenfraktur, einer kompletten Fraktur des Unterschenkels, wenn auch einer geschlossenen Unterschenkelfraktur. Was aber im weiteren Verlauf wirklich, 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 wirklich zum Problem wird, das ist das Epiduralhämatom auf der linken Seite. Denn auf dem Weg nach unten ist Herr Unvorbereitet mehrere Male auf der Treppe und an der dazugehörigen Wand eingekratert. Dies führt zu einer Blutung in dem Schädel, außen nur zu sehen an einer kleinen Platzwunde. Von den Schmerzen kriegt Herr Unvorbereitet nicht mehr allzu viel mit, denn er ist bewusstlos. Frau Unvorbereitet eilt mit ihrem Smartphone und der dazugehörigen Lampe die Treppe runter, umschifft diesen Lego-Vierer in gekonnten Hüftschwung, kommt unten bei ihrem Mann an und kann, was genau im Moment tun, relativ viel nichts. Denn auch ihr Handy vermeldet: Ich habe kein Netz. Frau Unvorbereitet fällt irgendwann ein: Moment, da habe ich doch eine Nachbarin, 30 Meter in diese Richtung. Die hat doch mal was von CB-Funk und Notfunk und sowas alles gefaselt. Also rein in die unvorbereiteten Stiefel, in die unvorbereitete Jacke, in die noch unvorbereitete Nacht. Draußen schneit es, wie man hier in Norddeutschland zu sagen pflegt, Kuhscheiße. An tieferen Stellen in der Auffahrt ist der Schnee inzwischen hüfttief. Angekündigt war er vom deutschen Wetterdienst, sagen wir nicht. Bei entsprechender Nachbarin ungefähr 40 Minuten nach Ereignis angekommen. Wir reden hier immerhin von 30 Metern. Da kann die Nachbarin von Frau Unvorbereitet einen Notruf absetzen. Etwa 2 Stunden später ist der Rettungsdienst bei ihr und ihrem Mann. Dieser kann aber nur noch den Tod des Mannes feststellen. Nach diesem doch sehr, sehr düsteren Beispiel kommen wir zu dem Beispiel von Familie Vorbereitet. Familie Vorbereitet liegt ebenfalls im Bett. Auch hier ruft gegen 2 Uhr nachts der Ruf der Wildnis den Mann nebst Harndrang aus dem Bett. Er guckt auf die Uhr. Die Uhr sagt erstmal nicht viel. In der Ferne vernimmt er ein leises Brummen. Herr Vorbereitet fängt an zu grinsen. Das, was in der Ferne da vor sich hin brummt, ist ein Notstromaggregat. Nicht einfach ein klassisches Notstromaggregat, sondern ein sogenannter Inverter und ein gekapselter dazu. Das führt dazu, dass dieser Inverter eine digitale Amplitude von 50 Hertz macht. Nur 50 Hertz und nichts anderes als 50 Hertz. So war uns diese 50 Hertz bei 230 bis 240 Volt helfen. Dieser Inverter hat den ganz großen Vorteil, dass selbst bei Verunreinigung des Kraftstoffes es nicht zu Spannungsspitzen kommt und uns empfindliche Unterhaltungselektronik wie Steuerung von Heizung, Computer, irgendwelche anderen Steuergeräte schrotet. Das ist mir nämlich tatsächlich schon selber passiert. Aber das ist eine lange Geschichte voller Schmerz, Trauer und einem damaligen Schaden von bummelig 42.000 Mark.
damals noch D-Mark. Ja, ich bin alt. Herr vorbereitet, macht also im Flur das Licht an, geht die vorbereitete Treppe hinunter, macht, was er denn des Nächten so alles machen muss, besucht die Abteilung Villa Rollenboch, geht wieder ins Bett zurück, schläft weiter. Wacht zur originellen und originalen Zeit auf, wo er im Radio vernimmt, Schulen etc. pp. Bleiben geschlossen. Er bleibt zu Hause, da der Räumdienst die Straße noch nicht frei hat. Wir reden auch hier von hüfttiefem Schnee. Und somit kommen wir zum letzten Fallbeispiel von Familie unfassbar vorbereitet. Auch Familie unfassbar vorbereitet schlummert fröhlich vor sich hin des Nächtens. Da Herr unfassbar vorbereitet am Abend zuvor rechtzeitig die Nahrungsmittel und somit die Flüssigkeitsaufnahme irgendwann mal gebremst und gedrosselt hat, schläft Herr unfassbar vorbereitet wie ein kleines Kind durch. Bis der hochehrenwerte Wecker ihn aus dem Bettchen stülpt und vermeldet, ja, du hast kein Internet, dafür hast du aber ausreichend Strom und ich, deine ehrenwerte Überwachung, habe bei Stromausfall dein ehrenwertes Haus von der zukommenden Leitung getrennt über ein Schwerlastrelais und somit hast du artig schlafen können und hast trotzdem ausreichend Strom. Ist das nicht komisch? Ja, das ist nicht komisch. Herr unfassbar vorbereitet schlendert in die Küche. Dort macht er sich ohne Strom, denn es sind nur bestimmte Phasen in diesem Haus mit Strom versorgt. Macht er sich sein Frühstück. Es gibt Gebratenes aus der Pfanne, denn wie es so schön heißt, kaum beruhigt die Nerven und bewahrt vor Straftaten. Wenn das Ganze auf euch zutreffen könnte, herzlichen Glückwunsch. Wenn nicht, solltet ihr vielleicht mal so über ein, zwei Punkte nachdenken, als da wären Kommunikation und ein Plan B, gerade bei Stromausfall. Ein weiterer Plan, den ihr haben solltet, ist Erste Hilfe und medizinisches Wissen für den Fall, dass der Rettungswagen mal länger als gewöhnlich braucht oder gegebenenfalls auch gar nicht kommt. Auch das kann in so einer Situation durchaus und gerne passieren. Hier im Kreis Steinburg haben wir nicht allzu viel wirklich allradgängige Rettungsfahrzeuge. Also wirklich Rettungsfahrzeuge. Ich meine nicht Feuerwehrfahrzeuge, sondern ich meine Rettungswagen. Der Kreis Dithmarschen hat, glaube ich, einen Schwerlast-Krankentransportwagen, der auch im Katastrophenschutz als Transportmittel mit Allrad, glaube ich, in einer Leitstelle hinterlegt ist. Aber dann wird die fachliche Luft auch sehr schnell sehr, sehr dünn. Dann das nächste Allradfahrzeug ist der Strandretter aus Büsum. Und das ist eine Weile weg. So gut eine Stunde oder anderthalb. Je nachdem, wer fragt und wer fährt. Habt das bitte im Hinterkopf. Denn die Frage ist nicht ob, sondern die Frage ist wann. Und die noch witzigere Frage ist, wie wir dann im Zweifelsfall damit umgehen. Wo ihr Informationen und Wissen und so weiter und so fort findet, das geht schon mal unten in der Videobeschreibung los, meine Damen und Herren. Mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks.